Schönen guten Morgen und Glück auf hier in Hattingen. Also COPD und möglicherweise auftretende Begleiterkrankung, das ist mein Thema in den nächsten 25 Minuten. Und tatsächlich ist es so, dass Begleiterkrankungen bei der COPD ein Riesenthema für die Lungenfachärzte sind. Denn wir wissen, dass fast jeder, der an COPD leidet, an mindestens einer Begleiterkrankung auch leidet. Und es ist hier mal eine Statistik aufgearbeitet, die zeigt so die häufigsten Erkrankungen. Da sehen Sie Bluthochdruck ganz oben. Das hat mehr als die Hälfte der Betroffenen, die an COPD leiden. Dann kommt auch der Fettstoffwechsel, die Hypercholesterinämie, Zuckerkrankheit und, und. Und wenn man diese Statistik zusammenfasst, bedeutet das tatsächlich, von 100 Menschen, die an COPD leiden, haben 80 eine weitere relevante Erkrankung, die man berücksichtigen sollte, wenn man eben die COPD behandelt oder wenn man diese Erkrankung behandelt, bei der man berücksichtigen soll, dass gleichzeitig eine COPD besteht. Das führt mich schon zu einem Grundproblem bei dieser ganzen Betrachtung, nämlich der Frage, was ist hier eigentlich Henne und was ist Ei? Ist die COPD Ursache dieser ganzen Begleiterkrankung? Verschlimmert sie das alles noch? Also hat zum Beispiel jemand, der sowieso an Durchblutungsstörungen leidet, durch COPD noch mehr Schwierigkeiten, weil er eben noch weniger Sauerstoff im Blut hat? Oder ist es umgekehrt, dass bestimmte Erkrankungen gleichzeitig die Lunge schädigen und damit die Entstehung einer COPD begünstigen? Diese Frage, was ist jetzt zuerst da, ist nicht zu beantworten. Wir wissen heute nur, egal ob es die COPD ist, die andere Erkrankungen ungünstig beeinflusst, oder ob andere Erkrankungen die COPD verschlimmern, wir müssen einfach an beides denken. Und an beides denken tut man auch bei diesem Bild. Da sehen Sie ein Schwarz-Weiß-Foto von der Wirbelsäule. Das ist auf der rechten Seite dargestellt, die Wirbelsäule, und zwar ist sie durchgeschnitten. Und was Sie jetzt erkennen können, ist die Knochenarchitektur. Und die ist alles andere als normal. Normalerweise sind Knochen so dick, wie Sie das vielleicht kennen, wenn Sie beim Metzger einen Markknochen kaufen. Das ist richtig fest, den würden Sie niemals durchbrechen können. So soll das auch in der Wirbelsäule des Menschen sein. Und hier sehen Sie ganz viel Luft, ganz viel schwarze Bereiche und nur ganz wenig Knochen, so feine Strukturen, die sogenannten Trabekel. Das sind also, ist die Knochenstruktur. Und der Begriff für eine solche Veränderung der Wirbelsäule ist die Osteoporose. Also Knochenschwund im Volksmund genannt, der Knochen wird dünn und vor allem wird er brüchig. Das heißt, Brüche gerade der Wirbelkörper sind das Problem von Menschen, die an Osteoporose leiden. Auf der linken Seite, so etwas gelblich dargestellt, ist eine mikroskopische Aufnahme des Lungengewebes. Und was man da sehen kann, ist das sogenannte Lungenemphysem. Also aus vielen kleinen Lungenbläschen sind wenige große geworden. Und Sie sehen da viele Bereiche, wo gar keine Lungenbläschen sind, so große Felder, die mit Luft gefüllt sind, aber viel zu groß sind. Und das ist so eine schöne Analogie, eine schöne Gegenüberstellung. Denn wenn die Lunge so brüchig wird und so aus viel weniger Struktur besteht und es eben ein Emphysem gibt, dann ist das ein ähnliches Phänomen wie eben, wenn der Knochen schwindet und auch brüchig und dünn wird. Und Menschen mit COPD, gerade die Schlanken, die sogenannten Pink Puffer, also diese dünnen, ausgemergelten Menschen, gerade die leiden häufig gleichzeitig an einer Osteoporose. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, Menschen, die an COPD leiden, bekommen häufiger Cortison als Menschen, die keine COPD haben. Und Cortison ist eine Ursache für Osteoporose, es zerstört Knochengewebe. Und zum anderen neigen Menschen mit COPD dazu, dass sie wegen der Luft sich weniger bewegen. Und wer sich weniger bewegt, also wer inaktiv ist, bei dem spart der Körper. Das heißt, alles, was nicht genutzt wird, wird reduziert, wird abgebaut. Und wenn ein Knochen nicht mehr beansprucht wird, weil wir uns nicht bewegen, dann wird der dünner. Und dieses Dünnerwerden führt eben am Ende zur Osteoporose und vor allem zu häufigeren Knochenbrüchen. Deswegen wird das sorgfältig beobachtet und behandelt, beispielsweise mit Vitamin D oder mit Calcium. Ich habe schon von diesen dünnen Menschen gesprochen, von den sogenannten Pink Puffern, also den ausgemergelten Mageren. Und demgegenüber gibt es einen anderen Typ, den nennen wir Blue Bloater. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie ein Koalabär, eher etwas massiger, gemütlicher, müde. Beide leiden an COPD. Der eine hat Untergewicht,
Der andere hat Übergewicht und beides ist ein Problem. Denn bei der Erkrankung sind sowohl Menschen, die sehr dünn sind, benachteiligt. Ein Stichwort wäre die Osteoporose. Genauso sind Menschen, die sehr kräftig gebaut sind, sehr dick sind, benachteiligt. Denn zum einen kann man sich vorstellen, sie müssen ziemlich viel Gewicht mit sich rumschleppen und das, obwohl sie so schon schlecht Luft kriegen. Und zum anderen ist es so, dass auch bei Menschen, die übergewichtig sind, wenig Muskelmasse vorhanden ist. Das heißt, da ist wenig Kraft da. Und die Atmung, das, was wir machen, wenn wir die Lungen bewegen, braucht Muskelkraft. Also beide haben ihre Nachteile. Deswegen rät man den sehr dünnen Menschen tatsächlich darauf zu achten, dass sie zunehmen. Beispielsweise, indem man Maltodextrin zum Essen dazu gibt. Maltodextrin ist ein Zucker, der aber nach nichts schmeckt. Ein weißes Pulver bekommt man in der Apotheke. Das kann man in alles reinrühren, in Getränke, in Soßen, in Suppen. Und das enthält richtig viel Energie. Das heißt, man kann die Dinge essen, die einem sehr gut schmecken. Und gleichzeitig nimmt man viel Energie zu sich, damit man wieder, ich sage es mal ganz bewusst, so ein bisschen mehr Speck auf die Rippen bekommt. Das ist also sehr günstig bei COPD, aus Untergewicht wieder in eine normale Gewichtsklasse zu kommen. Umgekehrt genauso, Menschen, die an Übergewicht leiden und gleichzeitig an COPD, denen rät man eben ein bisschen, ich sage es auch mal wieder etwas trivial, abzuspecken, denn dann müssen sie zum einen weniger mit sich rumtragen und beim Abspecken hat man eben auch die Chance, dass die Muskulatur sich wieder stärkt und dann doch besser ist für die Atmung. Beim Abspecken achtet man heute vor allem darauf, dass wenig Kohlenhydrate gegessen werden, also Brot, Nudeln, Kartoffeln, alles, was Zucker enthält, versucht man möglichst zu reduzieren. Erlaubt ist alles andere. Fett ist erlaubt, Fleisch ist erlaubt, Obst, Gemüse, alles, worauf Sie Lust haben, können Sie nach Herzenslust essen. Wenn Sie die Kohlenhydrate etwas reduzieren, führt das schon zu einer Gewichtsreduktion. Ein Phänomen, das bei COPD häufig ist, aber auch übersehen wird, ist die Depression. Und Depression wird generell immer so ein bisschen angesehen, als der ist halt schlecht gelaunt. Das ist aber nicht typisch für die Depression. Wenn Sie selber sich 3 Fragen stellen, können Sie der Sache so ein bisschen auf die Schliche kommen. Ich habe das dargestellt mit 3 Bildern. Sie sehen da rechts, links sehen Sie eine Modelleisenbahn. Was soll das bedeuten? Die steht für Hobbys. Ich frage meine Patienten tatsächlich, an was haben sie denn noch so Spaß im Alltag? Und wenn jemand mir sagt, ja wissen Sie, ich spiele gern mit dem Enkelkind und Garten macht mir auch Spaß, kann ich nicht mehr so wie früher, aber das, was ich machen kann, gefällt mir, dann ist da noch Freude. Wenn jemand sagt, ach wissen Sie, mit den Leuten treffen, das mache ich gar nicht mehr so, ich gehe kaum noch raus, ich habe früher irgendwas gesammelt oder wie hier in dem Bild mit einer Modelleisenbahn gespielt, das mache ich eigentlich nicht mehr. Der Begriff, den wir dafür haben, ist die Freudlosigkeit. Also Dinge, an denen man eigentlich früher Spaß hatte, machen einem keine Freude mehr. Das ist ein Kernmerkmal der Depression. Das zweite sehen Sie oben, da liegt eine Frau im Bett und will nicht raus. Das ist die sogenannte Antriebslosigkeit. Man hat gar keine Lust mehr auf den Tag. Warum soll ich eigentlich noch aufstehen? Das lohnt sich doch eh nicht. Ich gehe nicht mehr raus, einkaufen, ja, muss ich ja machen, aber wenn ich da Leute treffe, ach, ich bleibe lieber zu Hause, esse ich halt nichts. Also die Antriebslosigkeit ist das zweite Kardinalmerkmal. Und das dritte, das drückt dieses, wie wir es heute nennen, Emoji unten rechts aus, dieses traurige Smiley, das ist tatsächlich die Stimmung. Und bei der Stimmung muss es gar nicht so sein, dass die besonders schlecht ist, sie ist einfach deutlich reduziert. Das heißt, jemand lacht nicht mehr so mit anderen, er weint aber auch nicht, er ist einfach gar nicht mehr interessiert. Also wir nennen das den Affekt, der ist reduziert. Teilnahmslosigkeit könnte man es vielleicht auf Deutsch nennen. Jemand hat einfach keine Freude mehr an den Dingen, aber ist auch nicht mehr zu beeindrucken mit Trauer, sondern ist alles egal. Das, wenn Sie bei all diesen Sachen denken, könnte sein, ich habe nicht mehr so viel Spaß an den Dingen, an denen ich früher Spaß hatte, ich habe gar keine Lust mehr auf den Tag, ich habe gar keine Lust mehr, mich aufzusetzen und irgendwas zu machen und Dinge beeindrucken mich gar nicht mehr, ich habe gar nicht mehr so viele Gefühle, dann ist das ein Hinweis auf eine Depression. Und wir wissen heute, dass wenn wir die Depression behandeln bei Menschen mit COPD, dann wird auch die COPD besser. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt, an diese Erkrankung als Begleiterkrankung zu denken. Luftnot kann Depression erzeugen, behandelt man Depression, bessert sich tatsächlich auch die Luft. Das Herz ist eines der wichtigsten Organe
fast so wichtig wie die Lunge, könnte man sagen. Nicht ganz so wichtig, aber fast so wichtig wie die Lunge. Und es ist häufig betroffen von Erkrankungen bei Menschen, die COPD haben. Ganz klassisch, woher kommt die COPD? Die Hauptursache, die liegt doch im Rauchen. Und beim Herzen gibt es auch eine Erkrankung, die wahrscheinlich am häufigsten durchs Rauchen verursacht wird. Das ist die sogenannte koronare Herzkrankheit, also die Verkalkung der Herzkranzgefäße. Das ist ein wichtiger Punkt für Ärzte, denn wir wissen zum einen, ein Mensch, der schon mal einen Herzinfarkt hatte, hat mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% auch eine COPD. Also wir Lungenärzte drängen immer danach zu sagen, wenn jemand im Krankenhaus wegen des Herzens liegt, guckt einmal auch nach der Lunge. Umgekehrt ist es genauso. Menschen, die an COPD leiden, haben zu mehr als der Hälfte auch mindestens eine Herzerkrankung, sei es Bluthochdruck, sei es koronare Herzkrankheit, also die Verkalkung der Arterien, oder eine Herzschwäche, die aus beiden resultieren kann. Das heißt, wir Pneumologen sind da sehr aufmerksam und schauen danach. Das ist noch aus einem anderen Punkt relevant. Wenn der Kardiologe Sie untersucht, der Herzspezialist, und er findet eine Ursache, warum Sie so schlecht Luft kriegen, und es wird behandelt, und es wird aber nicht besser, dann hört man manchmal auf zu überlegen, woran es denn noch liegen kann. Schlau ist zu sagen, naja, das Herz kann eine Ursache für Luftnot sein, vielleicht ist die Lunge auch betroffen von einer anderen Erkrankung, nämlich beispielsweise der COPD. Umgekehrt genauso, wenn ich als Pneumologe einen Menschen behandle, der an COPD leidet und die Luftnot wirklich, wirklich besser, dann denke ich mir, guck mal nach dem Herzen, nicht, dass da auch was ist, was für Luftnot sorgen kann. Und wenn man beides im Blick hat, kann man den Betroffenen doch deutlich häufiger helfen. Medikamente, die Sie einnehmen wegen der COPD, haben auch eine Bedeutung, wenn wir über Begleiterkrankungen reden, denn die können natürlich etwas bewirken, auch an anderen Organen. Ein Beispiel, wenn Sie Cortison schlucken müssen an den Tagen, an denen es Ihnen besonders schlecht geht, dann merken Sie vielleicht, dass Sie sich dann auch so ein bisschen aufgedreht fühlen. Und jemand, der dann abends eine Cortison-Tablette nimmt, der sagt vielleicht, komisch, ich kam überhaupt nicht zur Ruhe, ich kam gar nicht runter. Ich habe eine Patientin, die sagte immer, ich stehe wie so ein Boxer im Bett. Das ist ein klassischer Cortison-Effekt. Ein ungünstiges Phänomen, wenn man denn nicht schlafen kann. Das heißt, die Betroffenen nehmen gerne Cortison dann lieber nur morgens, damit sie ihre Nachtruhe haben. Cortison ist aber auch ein Stresshormon. Cortisol heißt es dann. Und das kann am Herzen auch Dinge bewirken. Das heißt, bei einer dauerhaften Cortisoltherapie wird auch das Herz in Mitleidenschaft gezogen. Und wir wissen heute, dass wenn wir in den schlechten Phasen, diesen sogenannten Exazerbationen, wenn die COPD sich akut verschlechtert, wenn wir dann eine möglichst kurze Cortisontherapie machen, nämlich nur 5 Tage, dann schützt das auch das Herz vor Problemen. Also ein Grund ist, weil es wirklich genauso gut wirkt wie die lange Therapie, nehmen wir nur 5 Tage Cortison. Und der zweite Grund ist, weil das Herz deutlich weniger leidet unter diesem Medikament. Sie haben Inhalatoren und Sie haben Medikamente, die die Atemwege erweitern. Diese Medikamente sollen nur in der Lunge wirken, sie sollen die Atemwege in der Lunge erweitern, sie haben aber im autonomen Nervensystem beim Sympathikus und beim Parasympathikus, so nennen wir diese Strukturen, auch Effekte am Herzen. Das haben Sie vielleicht selber schon mal bemerkt, an Tagen, an denen Sie besonders schlecht Luft bekommen haben, dann haben Sie häufiger vielleicht Ihr Bedarfsspray inhaliert oder Sie haben eben ein besonders stark wirksames atemwegserweiterndes Medikament. Das kann zu Herzrasen führen. Das kann dazu führen, dass man den Herzschlag etwas intensiver spürt. Die allermeisten dieser Medikamente, die eben über Tags gegeben werden, sind sehr, sehr gut verträglich. Die Herzfrequenz erhöht sich im Durchschnitt um 3 bis 5 Schläge pro Minute. Das nimmt man kaum wahr. Nur wenn Sie eben viel davon nehmen müssen, weil es Ihnen schlecht geht, dann spüren Sie das doch. Und ein besonders wichtiges Medikament sind dabei die Dinge, die man in diese Inhalatoren reintut, in sowas wie Pariboy oder Microdrop Family 2. Wenn Sie so Tropfen mit Sultanol-Lösung verwenden oder das Atrovent, das Ipratropium, dann merken Sie sehr deutlich, dass Sie anfangen zu zittern, dass Sie unruhig werden und dass der Herzschlag sich vermehrt. Wenn Sie zum Beispiel 5 Tropfen Sultanol-Lösung inhalieren, dann ist das so, als hätten Sie 12-mal das blaue Pümpchen verwendet. Das ist richtig viel und das merken Sie auch am Herzen. Also denken Sie daran, wenn Sie Ihre Atemwegsmedikamente inhalieren, ob die Herzfrequenz sich erhöht, dann sprechen Sie Ihren Arzt darauf an, wenn das unangenehm ist, wenn Sie merken, dass Sie das beeinträchtigt.
Auf der anderen Seite haben wir Medikamente fürs Herz. Beta-Blocker sind so ein Beispiel. Beta-Blocker werden gegeben, wenn man einen Herzinfarkt hatte oder wenn man eine Herzschwäche hatte oder manchmal auch bei Bluthochdruck. Generell sagen wir, dass bei COPD Beta-Blocker gegeben werden können. Teilweise erwarten wir sogar günstige Effekte. Denn Beta-Blocker helfen dem Herz, Sauerstoff zu sparen. Und wenn die COPD dazu führt, dass sie schlechter Luft bekommen, kann das günstig sein. Man muss dabei allerdings eins beachten: Es gibt zwei verschiedene Sorten von Beta-Blockern. Es gibt die, die im ganzen Körper, egal wo, an Beta-Rezeptoren gehen und die blockieren. Also Beta-Blocker, die sogenannten unselektiven, die überall wirken. Und die wirken auch an der Lunge. Und die machen zwei Dinge. Die können die Atemwege tatsächlich verengen. Das heißt, sie kriegen dann plötzlich spontan schlechter Luft. Und die können die Wirksamkeit der atemwegserweiternden Medikamente komplett aufheben. Das heißt, wenn Sie eigentlich etwas sprühen, um die Atemwege zu erweitern, dann bleibt dieser Effekt vollkommen aus, wenn ein unselektiver Beta-Blocker im Blut ist. Das wäre beispielsweise das Carvedilol oder das Propranolol. Das sind typische Vertreter. Wenn Sie die bei sich in der Medikamentenliste finden, sollten Sie Ihren Arzt ansprechen und fragen, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt. Nämlich die zweite Sorte Beta-Blocker, das sind die selektiven, die nur am Herzen wirken. Ich nenne die auch, das ist das Nebivolol, Bisoprolol und Metoprolol. Diese Beta-Blocker können Sie bei COPD in der Regel bedenkenlos einnehmen, weil sie nur am Herzen wirken und an der Lunge keine Effekte haben. Und wie gesagt, bei Menschen mit COPD kann es sogar günstige Effekte haben. Ein Nebensatz noch, Menschen mit Asthma sollten generell vorsichtig sein bei Beta-Blockern. Das heißt, da gibt es keine Empfehlung, auf die oder die zu wechseln, sondern da muss man bei jedem Einzelnen sorgfältig prüfen, ob es wirklich nur mit einem Beta-Blocker möglich ist, hier eine Therapie durchzuführen, weil bei Asthma nach wie vor gilt, Beta-Blocker sollen vermieden werden. Jetzt haben Sie vielleicht schon gedacht, mein Gott, so viel Erkrankungen, so viel neben der COPD, was soll ich denn da jetzt tun? Und ich habe Ihnen hier vier grundlegende Tipps zum Abschluss mitgebracht, vier grundlegende Dinge, an die Sie denken können im Alltag oder in speziellen Situationen, um Ihr Leben mit COPD und mit den Begleiterkrankungen zu meistern. An erster Stelle steht, bleiben Sie in Bewegung, egal was Sie machen. Ich habe Patienten, die mit einer schweren COPD jeden Tag aufs Fahrradergometer steigen und denen geht es dadurch blendend. Es gibt Menschen, die schaffen das so nicht, da geht es einfach nur darum, jeder Schritt, den sie gehen, der zahlt aufs Konto ein, der ist gut. Alle fünf Schritte, die Sie machen, sind schon besser, als wenn Sie sie nicht gemacht haben. Machen Sie sich den Spaß, legen Sie die Fernbedienung vom Fernseher auf den Fernseher, gehen Sie die paar Schritte, wenn Sie das Programm wechseln. Nutzen Sie jede Gelegenheit, sich zu bewegen. Sie können zum Beispiel auch im Fitnessstudio Übungen machen, die gar nicht die Atmung beschleunigen. Das heißt, wo Sie gut Luft bekommen, zum Beispiel sind das so Rüttelbretter, die nennt man Powerplates. Wenn Sie da draufstehen, dann machen Sie Muskelkontraktion, aber die Atmung wird dabei nicht belastet. Das kann man auch mit COPD sehr gut machen. Also alles, was Sie tun, um in Bewegung zu bleiben, ist günstig. Das Zweite ist, achten Sie auf Ihr Essen. Ich habe das eben schon gesagt, Menschen, die sehr dünn sind, denen tut es gut, ein bisschen Speck auf die Rippen zu kriegen, ruhig fette Sachen essen, viele Kalorien zu sich nehmen. Menschen, die abnehmen möchten, die eher zu viel mit sich rumschleppen, denen tut es gut, Kohlenhydrate zu reduzieren, also zuckerhaltige Getränke. Wenn auf der Flasche Erfrischungsgetränk draufsteht, wissen Sie, da ist richtig viel Zucker drin. Das machen Sie nur in Belohnungsfällen und nicht gegen Durst. Gegen Durst trinken Sie Wasser, vielleicht eine Schorle und eben Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis, diese ganzen Dinge reduzieren und zum Sattmachen anderes essen. Der dritte Tipp, seien Sie rauchfrei, gönnen Sie sich die Freiheit, rauchfrei zu sein. Wenn Sie diese Überlegung schon mal bei sich hatten, dann ist es ein guter Gedanke, die Entscheidung zu treffen für Ihr späteres Leben. Und dann gucken Sie auch nicht zurück und sagen, ach, ich habe schon so viele Jahre geraucht. Gucken Sie in die rauchfreie Zukunft, das lohnt sich sehr. Der letzte Tipp, lassen Sie sich impfen. Die Impfsaison hat gerade begonnen. Ich habe letzte Woche den Impfstoff in die Praxis bekommen, die anderen Kollegen alle auch. Und die Impfung rettet tatsächlich Leben,
auch bei Menschen mit COPD ist das gut belegt, sie rettet Leben, sie schützt nicht vor Erkältung. Also wenn man sagt, ich habe mich Montag impfen lassen, Mittwoch hatte ich eine Erkältung, das hat nichts miteinander zu tun. Erkältungsviren sind nicht die Viren, gegen die wir impfen. Die Grippe ist die Erkrankung mit schwerem Krankheitsgefühl, ganz plötzlichem Beginn, Kopf- und Gliederschmerzen und häufig auch Fieber. Und dagegen wird geimpft, denn damit kann man auch mal im Krankenhaus landen. Die Erkältung, das sind Halsschmerzen, Schnupfen, Heiserkeit, Husten. Das geht vorbei. Also achten Sie auf Bewegung, achten Sie auf Ihr Essen, werden Sie oder bleiben Sie rauchfrei und lassen Sie sich impfen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus